Yo! Okay, das war ein blödes Intro nochmal. Servuslichkeiten und willkommen zu einem neuen Video. Folgendes. Ich habe mal ein Video gemacht und zwar erster Auftritt und erstes Tattoo. Es war zwar nicht mein erster Auftritt, weil ich schon öfters mal vor ein paar Leuten aufgetreten bin, aber das war der erste so richtige, wirkliche Auftritt vor mehreren Menschen, beziehungsweise es waren entweder fast 100 oder wenn nicht sogar über 100. Im selben Zeitraum habe ich mir mein allererstes Tattoo stechen lassen. Und das Lustige ist, jetzt kam wirklich der zweite große Auftritt und tatsächlich dann auch das zweite Tattoo. Und dann habe ich auch noch etwas anderes anzukündigen. Und zwar musiktechnisch geht es mit mich mal wieder richtig los und ich freue mich sehr darauf. Das heißt, bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn dann erfährst du ein paar neue Infos. Ich weiß gar nicht, wieso ich so viel mit diesen Händen rumfuchtel. Was ist denn hier los? Und zwar ist Folgendes passiert. Der erste Auftritt war ja echt geil und das erste Tattoo auch. Und auch heute kriege ich noch Komplimente dafür und ich liebe dieses Tattoo. Und der erste Auftritt war zwar okay, aber ich habe noch nicht diese Performance richtig drauf gehabt. Wie bewegt man sich richtig, wenn man gerade performt? Deswegen war das noch so ein bisschen lame eigentlich, der erste Auftritt. Aber jetzt hatte ich am 12.07. die zweite Chance. Fangen wir mal an, erstmal mit dem Auftritt. Ich wohne ja in der Stadt Fürth. Sagt dir nichts? Gut, vielleicht sagt dir Nürnberg was, das ist ein bisschen größer. Wenn ihr das auch nicht sagt, dann kann ich dir nicht weiterhelfen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, Fürth hat ein eigenes Festival. Das heißt das Gnadenlos-Compri. Da können verschiedene No-Names auftreten auf der Bühne. Letztes Jahr waren fast bis zu 5000 Menschen da. Das ist schon echt viel. Falls jetzt irgendein Klugscheißer kommt und sagt, ey, es gibt Festivals, das sind viermal so viel. Ja und, aber Fürth ist eine kleine Stadt und deswegen ist es viel. Auf jeden Fall habe ich mir einfach gedacht, scheiß drauf und habe mich da angemeldet. Marco übrigens auch. Und ja, wir waren scheiße nervös und wussten nicht, was sollen wir da machen. Und haben dann natürlich eigene Tracks performt. Aber das Ding ist, dass dieses Gnadenlos-Compri fast so ähnlich wie DSDS ist. Bloß, dass es keine wirkliche Jury gibt, sondern dass tatsächlich das Publikum die Jury ist. Denn alle bekommen so Flyer, einmal so eine rote Seite, wo steht und tschüss. Und dann eine grüne Seite, auf der steht super. Und wenn ganz viele rote Schilder hochgehalten werden, dann wird eigentlich der Track, den du gerade performst, abgebrochen und du musst leider von der Bühne runter. Und wenn du natürlich Glück hast und dann kommst du natürlich weiter. Ich muss schon sagen, ich war wirklich sehr nervös an dem Tag, weil da waren einfach am Anfang nur ein paar hundert und ich dachte mir, ja, okay, das geht eigentlich. Und keine 10 Minuten und der ganze Platz war voll. Da war einfach dann 3200 Leute, glaube ich. Ich wurde richtig scheiße nervös. Dann bin ich auf die Bühne gegangen und habe angefangen zu rappen. Und dann ist was richtig Blödes passiert. Ich muss noch natürlich dazu sagen, ich habe This Is Same performt. Der eine oder andere müsste das auch kennen, weil es eigentlich der Haupttrack ist. Und This Is Same steht auch übrigens hier drauf. Aber dazu gleich jetzt noch mehr. Auf jeden Fall, weiter geht's. Dann bin ich auf die Bühne gegangen und das Mikrofon war zu leise gestellt. Also der Beat war laut, aber man hat mich nicht so richtig gehört. Da wollten sie es korrigieren, weil sie es dann plötzlich gemerkt haben und haben es noch leiser gestellt und dann erst laut gestellt. Das war ein bisschen blöd, weil da dadurch dann alle verwirrt waren. Aber als ich dann so beim Refrain war, also bei dieses Darf ich vorstellen, ich bin sane. Der ganze Platz, alle halten die grünen Karten hoch. Der ganze Platz war einfach komplett grün. Das war so heftig, ich bin ins Finale gekommen, Leute. Ich bin ins Finale gekommen. Vor allen Dingen war ich auch mittendrin gar nicht mal mehr so nervös. Am Anfang natürlich voll nervös, aber als ich gemerkt habe, dass es voll ankommt, ich war gar nicht mehr nervös, überhaupt nicht mehr. Das war einfach nur noch, ich habe in diesem Moment gelebt, mit dieser Menschenmasse zusammen. 3000 Ohren hörten meine Stimme. Über 3000 Leute sahen mich auf der Bühne. Ich keck auf der Bühne. Und den Leuten hat es gefallen. Auch die ganzen anderen Musiker, die da waren, sind auf mich zugekommen, haben gesagt, hey, voll cool. Und mach auf jeden Fall weiter so. Und ich will unbedingt nächstes Jahr dabei sein, wenn wieder das Gnadenlos-Compri stattfindet. Beziehungsweise habe ich mir auch überlegt, vielleicht mal auch auf anderen Festivals aufzutreten, in dem auch No-Names auftreten dürfen. Falls du irgendein Festival kennst, wo No-Names auftreten dürfen, schreib es doch einfach mal in die Kommentare, dann melde ich mich da an. Wo wir auch schon beim nächsten Thema wären. Das Tattoo. Ich weiß nicht, ob man das richtig sehen kann. Ich habe hier auf jeden Fall eine Kassette gemacht, denn damals ist Folgendes passiert. Und zwar, damals hat mein Vater mir eine Kassette geschenkt gehabt. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Song da drauf war. Aber ich weiß auf jeden Fall, ich hatte eine Kassette. Dazu ist This Is Same der erste wirkliche, richtige Track, den ich aufgenommen habe und dazu ein Musikvideo gemacht habe. Also ich habe davor ja schon Tracks gemacht und alles.
Aber das war so der erste richtige Track. Und den wollte ich auf meiner Haut verewigen. Und zwar, wie man sehen kann, hier die Kassette auf dem Arm mit This is Same draufgeschrieben. Zeig's nochmal. This is Same. Weiß nicht, ob man das jetzt so richtig erkennen kann. Ich sehe es nämlich nicht so richtig. Jetzt habe ich meinen allerersten Track auf meiner Haut verewigt, dass ich mich auch immer daran erinnern werde. Damit hat das Ganze angefangen. Ich habe auch schon direkt ein nächstes Tattoo geplant. Das kommt aber erst nächstes Jahr. Wird aber allerdings nicht mehr so groß sein, sondern kleiner werden. Denn ich mache nächstes Jahr 10 Jahre lang YouTube ab nächstes Jahr. Und da will ich auf jeden Fall, ich weiß noch gar nicht, was ich machen werde, aber ich wollte irgendein Special machen und da wollte ich das natürlich auch auf meiner Haut verewigen und sagen, hey, pass auf, 10 Jahre YouTube, das ist schon heftig. Weil dann bin ich 23, mit 13 habe ich angefangen, das müsst ihr euch mal vorstellen. Einfach meine ersten Videos waren Let's Plays und dann ging es irgendwann in Real Life über, aber die waren voll schlecht. Dann habe ich irgendwann versucht zu vloggen und Comedy zu machen, dann habe ich Creepypastas gemacht, dann habe ich Faktenvideos gemacht. Ich habe einfach jede Genre ausprobiert und ich werde auch immer irgendwie YouTuber bleiben. Das Einzige, was ich bloß nicht machen möchte, ist, dass die Leute deswegen dann sagen, ja, das ist halt so YouTube-Musik, was ich mache. Weil das ist keine YouTube-Musik, beziehungsweise es gibt keine wirkliche YouTube-Musik. Musik ist Musik, es ist halt schlechte oder gute Musik. Also das ist persönlich meine Meinung, aber ich denke, ihr wisst, was ich sagen will. Es ist halt schon lustig, dass das jetzt genau im selben Zeitraum passiert, wie erstes Tattoo, erster Auftritt und jetzt zweites Tattoo, zweiter Auftritt. Dann nächstes Jahr drittes Tattoo, dritter Auftritt. Das ist so lustig. Und ich bin auch mega zufrieden. Es tut auch noch ein bisschen weh, muss man sagen. Es juckt auch ziemlich stark, aber ich darf nicht kratzen. Ich habe es erst vor ein paar Tagen gemacht. Auch Johnny hat sich tätowieren lassen tatsächlich. Friendship-Zeichen von Digimon. Digimon, genau. Digimon war's. Könnt ihr aber auch abchecken auf seinen Instagram-Account. Apropos, auf Insta bin ich auch hochaktiv, muss man sagen. Also auf Insta baller ich schon einiges raus. Dementsprechend solltet ihr mal Insta abchecken, weil da erfahrt ihr eigentlich immer das Neueste. Bevor irgendein Video hier rauskommt auf Max König Nerd TV oder Livio Music, da erfahrt ihr es eigentlich immer als erstes. Wo ich jetzt zu meiner Ankündigung komme. Geil! Und zwar die erste EP, nicht nur der erste Track, This is Same, sondern die erste EP hieß ja This is Same. Und ja, jetzt kommt die zweite EP namens Optimist. Du denkst jetzt bestimmt, hä, ist der irgendwie behindert? Wieso Optimist? Ja, ich habe eine sehr positive Einstellung an vielen Dingen und ich dachte mir, damit ihr mich ein bisschen besser über Musik kennenlernt, habe ich halt einfach die ganze EP gleich Optimist genannt, weil die haben alle sehr optimistische Tracks. Sechs verschiedene Tracks sind auf der EP. Und dazu ist auch ein Musikvideo rausgekommen von dem Song Optimist. Ist übrigens dann auch in der Beschreibung verlinkt, das heißt, und auch bei dem i-Pünktchen verlinkt. Ich werde es aber wahrscheinlich am Ende des Videos auch nochmal verlinken. Dann habe ich aus Instagram Clips geschnitten und den fand ich eigentlich ganz lustig und der ist auch sehr positiv gestimmt und alles, also der passt. Dann jetzt gebe ich auch wirklich richtig Geld aus für Musikvideos, damit wir wirklich professionelle Musikvideos machen können und nicht so 0815 Dinger, wie wir es vorher immer gemacht haben, sondern jetzt wird es echt wieder eine Schiene besser. Und ich denke, nächstes Jahr wird es wieder eine Schiene besser und von Jahr zu Jahr steigern wir uns. Es gibt jetzt schon einen Track auf der zweiten EP, der wirklich wahrscheinlich gut ankommen wird. Der kriegt ja dann auch ein Musikvideo, das kommt aber erst am 31.08. raus. Denn am 31.08. kommt auch die EP raus. Und zwar überall. Auf Amazon, auf Spotify, auf Deezer oder Deezer, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Der kommt eigentlich überall, wahrscheinlich auch iTunes, überall. Genauso wie Marco eben seine erste EP bringen wird und ich bringe meine zweite und es ist einfach so cool. Deswegen konnten wir uns auch jetzt nicht so wirklich auf Nerd TV konzentrieren und konnten die jetzige Nerd TV Folge auch nicht machen, weil wir halt einfach so sehr in Musik vertieft waren und einfach dieses Projekt endlich abschließen wollten auch. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass ich wirklich meinen Auftritt hatte und es war so phänomenal geil. Ich bin absolut begeistert und will das unbedingt machen. Also schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwo eine Stadt kennt, wo No Names auftreten dürfen. Ich bin der Erste, der sich da anmeldet. Dass ich endlich ein neues Tattoo habe, beziehungsweise meinen allerersten Track, freut mich auch ziemlich und das auf Kassette, das bedeutet mir wirklich viel, das hat eine tiefgründige Bedeutung und ich freue mich da so sehr. Und worauf ich mich eigentlich am allermeisten gefreut habe, ist, dass endlich meine EP fertig ist und dass, ja,
dass diese EP jetzt dann nächsten Monat erscheinen wird. Aber falls ihr euch fragt, wieso eigentlich erst am 31.8., wir müssen nämlich noch die Musikvideos drehen. Eins für ihn, eins für mich. Und die kommen auch am selben Tag raus, weil wir am selben Tag unsere EPs droppen. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, haut rein, bleibt fresh. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, was ihr tun könntet. Ihr solltet auf jeden Fall mal Levy Music abchecken. Da hat nicht nur ich habe mein Musikvideo gedroppt, sondern Marco hat auch seins gedroppt. Und zwar offline. Ist ein echt geiler Track geworden. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Und ja, dann... So...